Hallöchen, meine kleinen Strolche da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei City Skylines. Ich freue mich, dass ich euch hier wieder zurück willkommen heißen darf im nächsten Part. Denn, ich bin jetzt wieder ein bisschen zum... Ich komme jetzt mal wieder ein bisschen zum Aufnehmen. Ich muss eben noch das Mikrofon ein bisschen weniger empfindlich einstellen. Das ist ein bisschen zu empfindlich mal wieder. Ich mache das mal ganz gerne hoch, weil ich jetzt gerade in letzter Zeit so ein bisschen versucht habe, von dem Geschrei, was manche anmerken, wieder so ein bisschen wegzukommen und wieder ein bisschen ruhiger zu reden. Das schont nämlich auch die Stimme. Ich habe mir was zu trinken mitgeholt. Ja, das ist jetzt der erste Part, den ich heute aufnehme. Deswegen erstmal Prost auf euch. Ah, lecker kalte Mezzo-Mix. Und, ich habe auch so ein bisschen nochmal gelesen unter den letzten Parts, beziehungsweise unter Part 65, denn Part 66 kommt erst heute online, während ich das hier aufnehme. Da haben viele nette Leute wieder sehr viele nette Sachen geschrieben. Zum einen freue ich mich natürlich immer über nette Kommentare von manchen Leuten. Da hat zum Beispiel wieder jemand geschrieben, meine Augen wären so schön, und der andere hat geschrieben, ich würde so coole Videos machen. Das sind natürlich Sachen, die liest man gerne. Ich meine, klar, wer würde sowas nicht gerne lesen? Und da freue ich mich natürlich immer drüber. Und ich kriege in letzter Zeit auch immer mehr Kommentare von Mädels. Finde ich super, dass ihr euch auch mal traut, in die Kommentare was Nettes reinzuschreiben. Weil ihr wisst ja, dass ich mich über jeden weiblichen Zuschauer sehr freue. Aber ich freue mich natürlich generell über jeden Zuschauer. Was habt ihr denn so geschrieben? Also erst einmal, beim letzten Mal habe ich wie immer so ein bisschen überzogen, und dann ist mir aufgefallen, dass hier hinten die Industrie gar nicht, also da hatte ich noch ein bisschen weiter Industrie gebaut, Landwirtschaft, und hatte dann aber vergessen, diese Zone dazu zu weisen. Und dadurch war dann das Problem, dass hier an der Straße da draußen normale Industrie entstanden war, statt Landwirtschaft. Jetzt ist das aber behoben. Und da sind jetzt auch normale Agrarbetriebe entstanden, die allerdings noch ein bisschen Probleme haben, momentan Arbeiter zu finden. Dabei hatten wir ja eine hohe Arbeitslosigkeit. Wir hatten ja irgendwie 30% oder sowas. Und leider sind wir ja auch von den 100.000 doch wieder ordentlich weggerückt. Wir waren bei 100.000 und sind jetzt wieder bei 97.000. Aber das hat man leider immer mal wieder bei diesem Spiel, dass die Zahlen schwanken. Wenn man sich dann um was anderes kümmert zum Beispiel, dann geht das schon mal wieder runter. Und ich denke, die wird aber früher oder später auch wieder bei den 100.000 bzw. drüber landen. Und dann wollen wir ja langfristig noch höher gehen natürlich. Und da kamen auch nette Kommentare von wegen, sie sollen noch weitermachen bis 100.000, bis 1 Million, und dann werden auch die 1 Million Abonnenten irgendwann kommen und so. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich das cool finde hier in der Landwirtschaft mit den Windrädern? Ja, habe ich. Ganz oft schon. Aber ich finde, es sieht einfach schön aus. Das haben sie einfach gut hinbekommen, dass die Landwirtschaft auch nach richtig schöner Landwirtschaft aussieht. So ein paar Felder, Gehege und sowas. Es gibt sogar, habe ich auch in den Kommentaren gelesen, es gibt sogar so Mods, wo man quasi Felder, also es sind eigentlich Parks, funktionieren wie Parks, aber sehen aus wie Felder. Dann kann man die Landwirtschaft noch schöner designen. Und wenn man sich da richtig viel Zeit nimmt, dann kann man dieses Spiel sehr schön machen. Aber das ist so ein bisschen, mir dauert das dann zu lange für ein Let's Play, wenn man da so eine halbe Stunde irgendwie an ein paar Feldern rumtüftelt. Nur damit es schön aussieht, und das ist auch zum Zuschauen nicht so spannend, aber da kann man coole Sachen machen. Und ich meine, so sieht es ja jetzt auch schön aus, ja, so ein paar Feldwege, ein bisschen Landwirtschaft, ein paar Windräder, und schon hat man eine schöne Landwirtschaft mit Bäumen. So, warte mal, wo ist unser Strom unterbrochen? Mal eben gucken. Achso, das sind wahrscheinlich hier die Bahnstationen, die da meckern. Ja, wir hatten ja die Stadtbahnlinie zumindest schon mal gebaut, also die Zuglinie, die um die Kreisstadt drumherum gehen soll, die haben wir zumindest schon mal fertig gebaut. Alter, ist das ein Verkehr hier. Meine Güte, Kinders, was macht ihr denn, ey? Wo wollen die denn alle hin? Das ist wahrscheinlich der Pendlerverkehr von der Stadt hier drüben und auch von der Industrie hier drüben und so weiter, die dann alle da oben in die Richtung fahren, und vor allem hier auch in Richtung der Industrie. Also ich meine, der meiste Verkehr geht natürlich tatsächlich hier in die Industriestadt, wobei die wiederum Probleme haben mit Rohstoffen. Was eigentlich relativ lustig ist, weil wir haben ja jetzt hier gar keine spezialisierte Industrie mehr, sondern wir haben ja jetzt normale Industrie, also es ist keine Erzindustrie mehr, sondern das ist jetzt normale Industrie. Das heißt, das ist nicht so, als wären die Erze leer, denn wir haben keine Erzindustrie mehr. Ich hatte ja damals angefangen, die Erzindustrie zu bauen, jetzt ist das aber ganz normal, nicht genügend jetzt kommen sie mir an! Ernsthaft? Du spinnst ja wohl. Nicht genügend Käufer für Produkte, das willst du mir jetzt nicht ernsthaft erzählen. Seit hunderten Parts meckert mich das Gewerbe an, wir haben nicht genug Waren. Und jetzt kommt die Industrie an und meckert, die hätten keine Verkäufer. Keine Käufer. Das willst du mir doch nicht ernsthaft weismachen, oder, Kollege? Ich glaube, dir geht's zu gut. Ich glaube, dir geht's zu gut, aber ganz eindeutig mal. Vor allem, wenn die wirklich zu viel hätten, dann sollen sie bitte doch einfach das Ganze exportieren über Züge. Das sollte doch eigentlich kein Thema sein. Können wir sowieso mal eben schauen. Export und Import. Warte mal, wo war das denn? Ich bin immer komplett raus. Ich vergesse immer, was ist. Wartet mal. Was macht denn Sinn? Da, exportieren. Genau. Also hier exportieren sehr viele sogar, lustigerweise. Und importieren tun sie allerdings auch. Waldprodukte vor allem. Warte mal, was braucht ihr denn zum Beispiel? Die brauchen vor allem jetzt hier, diese Betriebe importieren vor allem Waldprodukte. Die Grünen, die meckern. Was importieren die? Dunklen Ölprodukte. Also
Es würde wahrscheinlich Sinn machen, so ein bisschen. Warte mal, Waldindustrie können wir ja sogar machen. Das geht ja. Waldindustrie können wir ja machen. Die Frage ist jetzt nur, wo würde man sowas hinmachen wollen? Also ich kann natürlich, was braucht ihr denn für Rohstoffe? Man kann das ja so ein bisschen sehen, man kann ja mal gucken. Zum Beispiel der hier, die haben Arbeiterprobleme, der hat ein Rohstoffproblem. Also die Rohstoffprobleme haben, sind vor allem Waldbetriebe. Das heißt, es würde vielleicht nicht schaden, wenn wir ein bisschen Waldindustrie bauen. Kann man ja ruhig machen, das sieht auch schön aus, muss man sagen. Können wir jetzt zum Beispiel hier zwischen machen. So, hier oben, ja, da haben wir den Flughafen und dann hat man hier die Möglichkeit, so ein bisschen vielleicht. Da ist ja sowieso ein schöner Wald, wobei man Wald ja auch selber bauen kann. Das ist also nicht das Thema. Und ich muss sagen, beim Wald finde ich es auch schön übrigens, wie bei der Landwirtschaft, wenn man da selber hingeht und mit Feldwegen. Ach so, neue Mod übrigens. Oh, der Hammer. Der absolute Hammer. Der absolute Wahnsinn. Hätte ich vor 60, wie viele Parts haben wir? 67 jetzt. Hätte ich vor 67 Parts mal haben sollen. Es gibt jetzt tatsächlich endlich eine Mod, die einem den Winkel von Straßen anzeigt. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt nichts Schöneres. Da kann man endlich mal gute Straßen bauen, weil man genau weiß, 90 Grad ist genau so und so. Warte mal, jetzt müsste der ja eigentlich, wenn ich so baue. Genau, dann sind es nämlich genau 90 Grad. Perfekt. Ey, das ist ja der Hammer. Habe ich eben erst installiert, habe ich mir noch nicht angeschaut, aber sie funktioniert tatsächlich. Also kann ich nur empfehlen, ich wurde sowieso immer wieder gefragt von euch, ob ich nicht mal alle Mods, die ich benutze, auch verlinken könnte in der Videobeschreibung. Habe ich bisher, bin ich nicht dazu gekommen. Ich müsste eigentlich mal ein zweites Modding-Video machen und die Sachen nochmal vorstellen. Aber gerade das hier ist überpraktisch, überpraktisch. Kann man nur sagen, ist der absolute Hammer. Gott sei Dank, ey, die funktioniert. Das habe ich eben erst installiert, habe ich gerade ganz vergessen. Übrigens kamen auch sehr lustige Witze von euch zum Thema, warum fahren unsere Züge nicht? Wir hatten ja beim letzten Mal, oder war es beim letzten, nee, ich glaube beim vorletzten Mal, hatten wir festgestellt, dass unsere Züge gar nicht mehr fahren und dass die Leute im Bahnhof vergeblich warten und dann kommt aber keine Linie. Fahren sie jetzt momentan eigentlich? Ja, doch, da fährt der blaue. Und dann sollte, da fährt der gelbe. Okay, also sie fahren wieder. Jedenfalls waren die Züge nicht unterwegs. Und dann kamen da nette Kommentare. Zum Beispiel hat einer geschrieben, die GDL-Chef Wieselski hat seinen Bahnstreik jetzt auch auf Neutropolis ausgedehnt und sowas. Alles in die Richtung. Oder von wegen, das passt ja. In echt fahren die Züge auch nicht. Da kamen also sehr lustige Kommentare betreffend den Bahnstreik und betreffend, dass unsere Züge auch nicht fahren. Fand ich sehr lustig. Was wurde sonst noch so geschrieben? Viele wollen, dass ich mal mir so einen Zug schnappe und dann mit dem so durch die Stadt fahre und wir uns das Ganze mal anschauen. Können wir gerne mal irgendwann machen, eine kleine Stadtrundfahrt. Wobei wir ja durch die Stadt selber keine Linie haben. Insofern erübrigt sich das so ein bisschen. Ansonsten wurde geschrieben, ich soll ein Fusionskraftwerk bauen. Das ist aber, glaube ich, ein. Genau, das ist hier, Kernfusionskraftwerk. Dafür brauchen wir allerdings noch das Observatorium zum Beispiel. Und das, da war doch irgendwie, irgendwas war da doch, warum ich das nicht bauen kann. Warte mal. Genau, dafür brauchen wir nämlich 1000 verlassene Gebäude in der Stadt. Man kann das entweder in der Stadt machen, man könnte aber auch hingehen und in einer neuen Stadt extra das Ding freischalten, weil die werden ja für alle Safe Games freigeschaltet, aber naja, gut. Also momentan komme ich da jedenfalls nicht zu und deswegen gibt es momentan leider auch noch kein Kernfusionskraftwerk, aber wir haben ja auch, was Strom angeht, momentan keine Sorgen, denn der Staudamm ist ja immer noch auf einem Budget von 85% und die ganze Stadt ist ohne Probleme versorgt. Insofern mache ich mir da keinen Kopf, der produziert nämlich momentan immer noch schicke 1360 Megawatt. So, hier drüben habe ich gerade gesehen, zufällig, dass die da ein kleines Problemchen haben mit Leichen. Vor allem hier in diesem Bezirk. Also schauen wir doch mal, ob wir denen nicht vielleicht da ein bisschen bessere Versorgung noch gewährleisten können. Warte mal, da ist was, da ist was. Ja, vielleicht hier noch so sowas hin. Dann sollten die eigentlich noch besser versorgt werden oder entsorgt werden in dem Fall. Es sind ja die Leichen, die entsorgt werden müssen. Ansonsten, das ist sowieso eher so das, was mal problematisch wird, lustigerweise. Wenn man mal irgendwie Probleme kriegt, dann ist es vor allem oft, sind es vor allem oft Leichen, die nicht abtransportiert werden. Also das ist ganz oft der Fall, vor allem weil dann die, das Problem ist halt, wenn die Leichenwagen nicht durchkommen, dann liegen die zu Hause rum und dann beschweren die sich halt. Wenn Opa noch im Keller liegt, dann stinkt das irgendwann, deswegen beschweren die sich dann irgendwann. Also ich meine, gut, dasselbe gilt theoretisch ja für den Müll, wenn die Mülltransporter nicht durchkommen, dann gibt's da auch irgendwann Gestank, riecht dann ähnlich wahrscheinlich. Aber, naja, okay. So, also, ja, ich habe, wie gesagt, also ich mache das mal ganz gerne, ich lese mal ganz gerne, was ihr so schreibt, um euch dann auch mit in die Videos einzubinden, weil ihr seid ja ein wichtiger Bestandteil von so einem Let's Play. So, Landwirtschaftsindustrie, genau, die hatte ich ja gemacht. Da ist keine Industrie mehr, Stadtlinie wollte ich weiterbauen, okay. Busse und U-Bahn, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Tunnel, ach so, ganz viele hatten gefragt, ob man denn mit Tunneln Kreuzungen bauen kann, das muss ich mal ausprobieren irgendwann. Und ansonsten, der Tim zockt, wollte seine Freundin grüßen, das Endergirl 1113 oder sowas. Also viele Grüße an deine Freundin und natürlich viele Grüße auch an dich, mein Lieber. Hatte ich eben zufällig gelesen. Und ansonsten mit dem Zug rumfahren
Und dann hat da noch jemand geschrieben, dass die Stadt jetzt ungefähr so viele Einwohner hat wie ich Abonnenten. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, 98.000 irgendwas und die Stadt hat jetzt 97.000, also es kommt ungefähr hin. Wobei man ja auch sagen muss, wenn das tatsächlich in echt eine Stadt wäre mit so vielen Hochhäusern, das wären mehr als 97.000 Einwohner, glaube ich. Ich meine, da würden mehr wohnen. Das ist ja schon eine sehr große Stadt, jetzt vor allem so viele hohe Gebäude und sowas. Ich glaube, in echt wäre das mehr. Weil Bergisch Gladbach zum Beispiel, wo ich herkomme, die hat 110.000 und die hat kein einziges Hochhaus und ist von der Fläche ja auch nicht so groß, vielleicht so hier. Und die hat bereits 110.000. Also ich glaube, dass das in echt eigentlich noch ein paar mehr wären. Aber okay. So, auch hier wieder ein Leichenproblem, ein Lärmenproblem, liegt aber vor allem hier an dem Hafen. Naja, ich baue jetzt erstmal meine Forstwirtschaft hier. Zumindest einen kleinen Bereich. Muss ja nichts Großes sein, nichts Wildes, aber so ein kleiner Bereich Forstwirtschaft, da hätte ich, glaube ich, Lust drauf. Machen wir das so ein bisschen wie die Landwirtschaft. Also mit solchen Wegen hier, das finde ich eigentlich ganz schick. Muss ja auch gar nicht alles bebaut werden jetzt. Also wir können ja erstmal nur so ein bisschen was bebauen von dem hier. So, sieht doch schon ganz lustig aus, muss ich sagen. Kann man ja so machen, da anbinden und dann kann man hier noch unter den Gleisen lang bauen. Vielleicht machen wir das, vielleicht machen wir aber auch, statt da jetzt Forstwirtschaft hinzusetzen. Ich habe noch eine andere gute Idee, ich sage euch das gleich. Man kann nämlich auch einfach, das einfach mal so lassen und dann ist das quasi ein Wanderweg. Also, man kann ja in so einem Spiel, gerade in Cities Skylines, kann man das echt gut machen. Man kann so Sachen versuchen nachzubauen. Das gibt es zum Beispiel ja auch bei Minecraft ganz viel. Man kann ja bestimmte Sachen... Also man kann ja Minecraft quasi alles bauen, aber viele Sachen kann man eben nur so imitieren. Das ist jetzt mal eine Rakete und dann baut mal was aussieht wie eine Rakete. Und so kann man das natürlich in Cities Skylines auch ganz cool machen. Man kann am Flughafen noch Deko drumherum bauen und sieht es eben nach mehr aus, als wenn ich nur eine Bahn setze. Jetzt ist tatsächlich der Stau so weit fortgeschritten. Ah, okay, das liegt aber nicht, das liegt aber daran, dass die hier alle die Spur wechseln. Und zwar alle an der Stelle hier. Seht ihr das? Und dieser Wechsel hier, ja, wenn der sich halt auch quer auf die Fahrbahn stellt. Oh mein Gott, schaut euch das mal bitte an. Die stellen sich quer auf die Autobahn. Leute, wo habt ihr bitte euren Führerschein gemacht? In Neutropolis oder was? Guckt euch das mal an. Die fahren nicht nur... Die fahren ja sogar... Die stellen sich ja quer. Leute, das könnt ihr doch nicht auf der Autobahn machen. Was ist denn bei denen verkehrt? Ja, natürlich staut es sich dann zurück, wenn sich da vorne welche quer auf die Autobahn stellen. Dann ist klar, dass da Stau entsteht. Okay, das müssen wir ein bisschen anders irgendwie lösen. Wobei es manchmal auch fließt und dann fließt es wieder nicht. Also ich hatte eigentlich gedacht, dadurch, dass ich das hier so mache, sollte es funktionieren. Aber das geht mal so überhaupt nicht. Deswegen machen wir das mal eben neu. Es gibt übrigens so einen kleinen Trick. Ich kann euch das mal eben zeigen. Wenn es jetzt klappt, muss ich mal eben gucken. Man kann eigentlich... Also es gibt ein Problem bei Autobahnen. Und zwar, wenn man nämlich die Autobahn einfach so normal da dran bindet und dann hier einen Abzweiger macht. Dann entsteht Folgendes. Auf dieser Autobahn hier entsteht einmal eine Linie geradeaus, einmal eine Linie geradeaus und rechts und einmal eine Linie nur nach rechts. Die benutzen die aber nicht so, wie es da drauf steht. Und es kommt zu Stau. Man kann das aber umgehen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege, um es euch zu demonstrieren. Man kann das umgehen, indem man... Warte mal, wie funktioniert das jetzt? Ich muss gerade überlegen, wie es jetzt funktioniert. Ach so, man muss den hier... Muss man so weitermachen, quasi. Also so ein bisschen nach rechts, ja. Und dann geht der eine nach links weiter. Und der andere geht so. Jetzt muss ich mal gucken, ob es klappt. Wenn es klappt, dann kann ich es euch nämlich gut zeigen. Ja, seht ihr, es hat geklappt. Also, sieht jetzt gerade ein bisschen komischer aus als vorher. Aber jetzt haben wir nicht mehr diese drei Pfeile, die wie vorher. Also geradeaus und geradeaus und rechts. Sondern jetzt haben wir nur noch drei Pfeile geradeaus. Und ich glaube, dass das einige Probleme löst. Also, das habe ich zumindest auch hier zum Beispiel. Warte mal, ich kann euch das, hier habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Seht ihr das? Also das war außerhalb der Aufnahme, glaube ich. Manchmal mache ich nach dem Part noch so ein bisschen irgendwie so Autobahn oder so, irgendwas, was ich gerade so sehe. Weil das ist irgendwie so ein Problem bei diesem Spiel noch, dass die diese Pfeile irgendwie falsch benutzen oder dann eben nicht richtig benutzen. Und wenn man aber dann eben so ein bisschen nach rechts geht und dann die so ganz eng aufspaltet, dann entstehen nur Pfeile geradeaus. Jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert hat. Weil eigentlich sollte es für weniger Stau sorgen. Naja gut, sie fahren immer noch so krank hier rüber wie vorher. Aber also, die Idee war jedenfalls, dass es weniger zu Problemen führt. Aber wir gucken mal. Vielleicht, wir warten mal noch ein bisschen. Ja, das Problem ist so ein bisschen, dass die Leute, die nach rechts wollen, trotzdem vorher auf der linken Spur fahren. Und dadurch müssen die dann hier hinten plötzlich rüber wechseln.
was ziemlich blöd ist. Also hier teilt es sich jetzt wunderbar auf. Das sieht auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Wenn die hier so sich aufteilen, das sieht der Hammer aus. Tschu, 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 tschu. Aber hier haben wir immer noch diese Idioten, die querfahren. Das regt mich immer noch ein bisschen auf und sorgt auch immer noch für Stau. Wie kann ich das denn umgehen? Ah, Leute, 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 Leute. Also hier diese Stelle da. Weil die fahren tatsächlich ganz links und wechseln dann innerhalb von 2 Metern nach ganz rechts. Und das ist einfach nur blöd. Wenn sie es wenigstens klug machen würden, wenn sie hier vorne schon mal auf die mittlere Spur wechseln und dann auf die ganz rechte und so. Aber nee, die fahren ganz links und dann ganz rechts. Dümmer kann man es eigentlich nicht machen. Und dann gibt es halt eben hier einen Zurückstau bis nach hier hinten. Das kann doch echt nicht euer Ernst sein, ey. Naja, ich lasse es jetzt erstmal dabei, aber das hier müssen wir noch irgendwie lösen. Das ist ja schon ganz nett hier, aber das bringt uns nichts, weil die hier drüben immer noch so blöd wechseln. Naja, okay, lassen wir es erstmal gut sein damit. Also, was ich eigentlich erzählen wollte hierzu, wo ich jetzt so diese Fläche gesehen habe, das ist so am Flughafen, da ist Industrie, da ist Stadt, und um das Ganze so ein bisschen abzutrennen und so ein bisschen Erholungsgebiet zu gewährleisten, was eigentlich keinen Nutzen hat, aber was schön aussieht, kann man natürlich selber einen Wald bauen quasi. Und, das habe ich jetzt eigentlich gemacht. Ich dachte gerade, ich mache da Forstwirtschaft hin, und dann habe ich mir gedacht, nö, eigentlich kann man es sogar noch cooler machen. Wir können da einfach einen schönen Wald machen. Und so sieht es doch schon echt gut aus. Das sind jetzt quasi Wanderwege, sollen das jetzt darstellen. Und man kann dann noch, wenn man möchte, also wir bauen uns quasi selber einen Wald. Das ist eigentlich nur Deko-Objekt, weil, wie gesagt, das hat nicht wirklich einen Nutzen. Die benutzen das ja nicht als Wald. Aber es sieht halt schön aus. Kann man sogar noch fortführen, wenn man möchte. Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken, ob das funktioniert. Vielleicht können wir das sogar noch fortführen. Und zwar einfach von hier noch so weggehen, mit noch kleineren Wanderwegen sozusagen. Unter den Gleisen durch und dann vielleicht noch bis nach hier drüben zum Beispiel. So, dann ist da noch ein kleiner Wanderweg und dann wird das einfach hier so ein Erholungsgebiet mitten im Zentrum unserer ganzen Stadt. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache. Sieht schön aus, funktioniert gut. Ich glaube, das machen wir. Ich finde das schön. Und dann machen wir jetzt hier noch, gehen wir hier noch weiter nach dort. Und dann machen wir zumindest hier diese Fläche hier, wird jetzt einfach so ein kleiner Wald. Finde ich super, machen wir. Also wie gesagt, eigentlich war gerade die Überlegung, Landwirtschaft oder Forstwirtschaft zu machen. Habe ich mich gerade umentschieden, finde ich so besser. Ich musste natürlich jetzt, also ich durfte natürlich jetzt sowieso hier diese Anbindung nicht mit diesen Feldwegen machen, weil sonst werden sie es als ganz normale Straße benutzen und werden dann versuchen, mit ihren LKWs wahrscheinlich von hier drüben über die Feldwege nach da hinten zu fahren. Das wollen wir natürlich vermeiden, deswegen wird das nicht fortgesetzt. So, jetzt gucke ich gerade mal noch, wo hier noch möglicherweise ein paar kleine Fußwege lang können oder sowas. Aber das sieht doch schon ganz gut aus. Ich glaube, so würde ich es fast schon lassen. Sieht vor allem auch von oben total cool aus. Das sieht echt gut aus. Mir gefällt das. Also so ein kleiner Wald einfach mal. Oh, wir sind auch wieder 2000 nach oben gegangen. Also es schwankt halt immer, Mann. Ich mache ja jetzt gerade gar nichts, aber jetzt ist es wieder bei 99.000. So, jetzt wollte ich mal eben schauen. Vielleicht noch irgendwas Parkmäßiges, was dazu passt. Das haben wir hier, einen japanischen Garten. Ein Fußballfeld, ein Paradoxplatz. Ich glaube, ich habe jetzt nichts, was da so richtig gut in den Wald passen würde. Also ich meine, klar, so ein kleiner Spielplatz oder sowas kann man natürlich immer gut da reinmachen. Das ist, fällt dann im Wald gar nicht auf, aber dann haben sie halt noch so kleine Spielplätze und vielleicht noch mehr Anreiz, da auch hinzugehen. Oder so ein kleiner Sandkasten oder sowas. Das kann man ja alles machen, ne? So an dem Wegesrand im Wald, da hat man ja schon mal öfter sowas, aber mehr dann auch nicht. Das ist ein Pool, ein kleiner Parkplatz vielleicht am Anfang oder sowas hier. Nur, dass ihr auch parken können, wenn ihr nicht wollt, weil das ist alles nur optisch. Das hat nicht wirklich einen Nutzen, aber ich finde es halt schön, auch mal so ein bisschen dekomäßig optisch was zu bauen. Warte mal, der muss dann eher nach hier drüben noch. Jetzt meckern die natürlich, dass sie keinen Strom haben. Aber dann können die Leute da parken und können dann eher, gut, die Pools würde ich vielleicht woanders hin machen. Das sieht jetzt komisch aus da. So, das sieht schon mal gut aus. Also Parkplätze haben wir und Wege haben wir. Und jetzt gehe ich hin. Und, oh, meine Nase läuft. Was ist denn da los, ey? Habe ich wieder so viel geschnupft hier. Jetzt gehen wir hin und machen einfach mal hier die Bäume weg. Dann sieht das nämlich auch noch mehr nach einem gewollten Wald aus. Weil wenn hier auch überall Bäume sind, dann denkt man ja, gut, macht ja keinen Unterschied. Aber wenn ich jetzt hier die Bäume wegmache, dann seht ihr gleich, dass das dann richtig cool nach einem Wald aussieht. So, guck mal, hier ist Zivilisation, ja. Und hier auch. Warte mal, hier machen wir noch die Bäume weg so ein bisschen. Hier ist Zivilisation und so, bla bla, dies, das, Ananas. Und hier wird dann so ein Wald entstehen. Oh, ich finde das richtig cool. Ich finde das gut. Ich finde das gut. So,
So, und jetzt würde ich einfach die Bäume setzen. Warte mal, ich glaube, da hat er irgendwie geschrieben, ich soll kleinere Bäume nehmen. Ich weiß nicht welche. Warte mal, ach, das sieht ja komisch aus. Oder die hier? Nee, das wird klein. Was sind das für welche? Das sind kleine Buchen. Oh ja, das sieht gut aus. Kleiner Buchenwald finde ich gut. Und da machen wir jetzt einen Wald mit. Und dann haben wir einen schönen Wald mit Wanderwegen und Parkplätzen und kleinen Spielplätzen drin. Oh yeah, finde ich Hammer. Ist natürlich ein bisschen verschenkte Fläche, aber ich finde es gut. Ist doch egal. Wir haben ja genug Platz. Wir können ja auch immer noch woanders Forstwirtschaft tun. Beziehungsweise man kann sogar so ein bisschen Forstwirtschaft da reinsetzen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Man darf es nur nicht übertreiben. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass da die Gleise durchgehen. Das macht ja eigentlich nichts. Die können ja ruhig durch den Wald führen. Ist bei uns zum Beispiel auch ganz oft. Also Gleise im Wald. Nicht mitten im Wald, aber so, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Bahntrassen gibt es ja schon mal im Wald. So. Dann machen wir das bis hier hin. Das wird alles Wald. Öffentlicher Wald. Nutzungsfläche, wo die Leute schön spazieren gehen können. Und ich bin mal gespannt, wie es gleich aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut aussieht. Vor allem, wenn man die anderen Bäume wegmacht. Weil dann sieht es nach richtig gewolltem Wald aus. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Ich werde dann noch so vereinzelt ein paar hellere Bäume dazwischen setzen, damit das nicht so künstlich aussieht. Aber ich glaube, das wird gut. Vor allem diese Wege hier, das sieht doch total süß aus. Ich darf mir gleich wieder anhören in den Kommentaren, dass ich ständig schön und süß und gut sage. Dann kriege ich nämlich immer Kommentare von Leuten, die das anmerken, dass ich das so oft sage. Wobei, ich glaube, hier mache ich mal keine Bäume. Oh, nur bis hier Bäume. Ist gar nicht so leicht, das da genau anzupassen. So. Natürlich wieder welche hingesetzt. So, okay. Und den noch weg. Dann hier direkt am Flughafen auch nicht. Da vorne auch nicht so. Oh ja. Oh ja, das finde ich schön. Oh ja. Das sieht gut aus. Das sieht nach einem richtigen Wald aus mit Wanderwegen. Jetzt vielleicht noch ein bisschen. Also wenn dann halt die Oberleitungen, die sollten wir noch wegmachen. Warte mal, wo führen die denn überhaupt lang? Die führen von dort nach hier drüben. Da kriegen die ihren Strom her. Und da kriegt auch hier die Industrie ihren Strom her. Wobei ich die mal ein bisschen anders legen würde, glaube ich. Wir legen die mal ein bisschen anders. Und zwar, zum Beispiel hier diesen Strom brauchen wir gar nicht mehr, weil der da überschlägt. Den hier brauchen wir auch nicht. Der schlägt auch über. Das kann alles weg. Ups, jetzt habe ich die Straße weggerissen. Hauptsache, die Industrie freut sich, wenn ich die Straße wegreiße. Ihr seid ja immer mir ein paar clevere Leute. Ihr braucht ja keine Straße. Richtig. Wofür braucht denn die Industriestraße? So ein Quatsch. So, dadurch, dass ich das jetzt weggerissen habe, wird wahrscheinlich kurz der Strom zusammenbrechen. Muss sowieso jetzt mal Schluss machen, aber das ist auch schon mal gut. Wir haben ja schon wieder was Schickes gebaut hier. So. Und jetzt die Stromtrasse. Genau, das schlägt alles über. Wunderbar. Da geht's darüber. Und dann würde ich jetzt einfach mal von hier aus ans Ufer gehen so ein bisschen und dann gehen wir hier lang. Machen wir einfach eine Stromtrasse am Ufer entlang, die führt bis nach hier, geht dann hier in unser Industriegebiet, weil das soll ja natürlich auch angeschlossen sein an den Strom. So, also unser Industriegebiet ist angeschlossen, das schlägt alles über, wunderbar. Das soll natürlich auch angeschlossen werden hier. Sonst meckern die da hinten im Industriegebiet nämlich. So, damit sind die auch wieder angeschlossen, hoffe ich mal. Jawohl, das läuft wieder, dann habt ihr wieder Strom, genau. Und dann kann diese Trasse auf jeden Fall schon mal weg hier. Oh ja, der Wald, den finde ich gut. Den finde ich gut, so. Und jetzt jetzt muss ich mal eben überlegen, die haben jetzt alle Strom und dann können wir von hier aus. Kann man nicht auch Tunnel machen mit Stromleitungen? Das wäre schön, ne? Aber ich glaube, das funktioniert leider nicht. So, wir gehen jetzt hier einfach einmal über die Autobahn drüber. Und über alles drüber. Und dann gehen wir hier wieder runter. Und dann haben wir nämlich die Stromtrasse ein bisschen woanders hingelegt. Und das geht jetzt einfach an die Stadt hier oben parallel an der Straße erst einmal. Das können wir später ja noch verlegen. So, damit ist auch die Stadt wieder angebunden. Das heißt, wir können hier diese ganze Stromtrasse wegmachen. Dann geht das Ganze auch nicht mehr so durch den Wald durch. Und dann können wir da noch Bäumchen hinmachen. So, und wir haben jetzt auch schon wieder Überlänge, deswegen werde ich jetzt mal Schluss machen. Aber unser Wald, den finde ich super. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr von der Idee haltet. Wie gesagt, das war jetzt relativ spontan, weil eigentlich war die Idee ja eine andere. Eigentlich war die Idee ja, dass wir
Ein bisschen. Forstwirtschaft bauen machen wir auch noch, finde ich nämlich gut, weil die brauchen vor allem, also die Rohstoffe, die fehlen, sind vor allem forstwirtschaftliche Rohstoffe und die können wir ja ohne Probleme selber herstellen. Aber das war's jetzt erstmal. Das ist unser kleiner Stadtwald jetzt und Flughafen ist da dran, Industrie ist hier, da ist Gewerbe und Dings und ich finde, das sieht super aus. Vor allem von oben sieht super aus. Hätte ich fast Lust, noch mehr Wälder zu bauen. Sieht das Hammer aus. So, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen bei Cities Skylines. Wieder mal ein etwas längerer Part. Und ich freue mich, wenn ihr natürlich wieder mit dabei seid. Und ihr wisst ja, ich freue mich jedes Mal über nette Kommentare. Also wahrscheinlich bis morgen. Euer Walle. Bye, bye.